SharePoint-Podcast, Ausgabe 384 vom 16.12.2017. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 384. Ausgabe des SharePoint Podcast. Heute die vorletzte Ausgabe dieses Jahres und ich habe wieder mal einen Gast im SharePoint Podcast und der sitzt auf der anderen Seite des Atlantiks, 9 Zeitzonen entfernt und zuverlässige und treue Hörer dieses Podcast wissen, es handelt sich um Oliver Wirkus und es heißt Vancouver Calling mit einem schönen Update aus Kanada, mit einem Rückblick auf 2017 und ein paar Ausblicke auf 2018. Viel Vergnügen, interessante Unterhaltung beim Vancouver Calling mit Oliver Wirkus. Ja, ich mache mal wieder Vancouver Calling. Hallo Vancouver, bitte melden. Hallo Michael, Vancouver ist hier, grüß dich. Hallo, ja, der Oliver Wirkus ist wieder mal am anderen Ende der Leitung, könnte man sagen, wobei die Leitung ja kreuz und quer über den Atlantik geht. Wir machen mal wieder Vancouver Calling. Du hast ja schon öfter mal hier im frischen Halbjahresrhythmus berichtet aus deiner Erfahrung auswandern nach Kanada. Wie lange bist du jetzt da? 2 Jahre? Ja, ist ein bisschen mehr. Ich glaube, jetzt im April nächsten Jahres werden es dann 3 Jahre. Also gute 2,5 Jahre jetzt, ja. Ja, und über die Zeit, ich glaube, wir machen jetzt die 5. Ausgabe, machen wir, glaube ich, wenn ich mich so recht erinnere. Kann sein, ja. Ja, hast du uns ja mal ein bisschen berichtet. Wie geht's euch da in Kanada? Habt ihr wieder viel Schnee? Laufen wieder die Bären durch die Gärten? Die Bären, ja, also dieses Jahr hatten wir ziemlich viele Bären hier im Garten. Also so viel wie noch nie. Also das dürfte mittlerweile schon zweistellig sein. Frag mich nicht, warum. Aber es ist immer eine schöne Erfahrung, wenn man bisschen weiß, wie man damit umzugehen hat. Schnee haben wir momentan keinen. Es sieht momentan auch noch nicht so aus. Letztes Jahr um diese Zeit, da sind wir ja fast im Schnee ertrunken. Ja, ich erinnere mich noch an das Foto, was du geschickt hast. Das war ja alles ziemlich eingeschneit, ja. Ja, nee, gar nichts hier. Also im Moment ist es ja bewölkter Himmel. Wir hatten jetzt ein paar Tage schönen Sonnenschein, so zwischen 5 und 10 Grad am Tag. Also ich würde fast sagen, Frühlingstemperaturen. Na, das ist ja wunderbar. Was macht die SharePoint und Office 365 Gemeinde bei euch da drüben? Ja, also im Moment ist es ein klein wenig ruhig, was so Neuigkeiten und umwälzende Neuigkeiten angeht. Ich beschäftige mich jetzt seit einer ganzen Weile mit Migrationen. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Firmen gerade auf die Idee kommen, sie müssten jetzt von einem alten SharePoint 2010 auf Office 365 und SharePoint Online migrieren. Also das ist so momentan wirklich, ich will nicht sagen ein Hype, aber wirklich unheimlich viele Firmen fangen jetzt an nachzudenken, was machen wir denn mit unserem alten 2010er. Das ist ja interessant, weil wenn ich mich so recht erinnere, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren haben wir auch mal gesprochen, wie so die Befindlichkeiten der Kanadier hinsichtlich der Cloud sind. Und da hast du gesagt, das ist ja fast noch schlimmer als bei uns hier in Deutschland. Aber das scheint sich ja dann doch geändert zu haben, dass Cloud ja auch jetzt akzeptierte Infrastruktur ist. Ja, akzeptierte Infrastruktur war es eigentlich schon länger, eigentlich schon immer. Das Problem, was viele Firmen hier drüben haben, ist, dass es hier Regularien gibt oder Gesetze gibt, dass manche Daten eben entweder nicht in die Cloud dürfen oder sie, wenn sie in die Cloud gehen, dann müssen sie entweder in Kanada oder manchmal sogar in BC, also British Columbia, gehostet werden. Da gibt es einige Regularien und ich denke mal, das hat sicherlich einige Firmen davon abgehalten, jetzt direkt so rüber zu gehen in die Cloud. Aber da wir ja jetzt mit SharePoint 2010 eine schon bereits ausgelaufene SharePoint-Version haben und 2013 wird ja im April, glaube ich, nächsten Jahres aus dem Mainstream-Support entlassen, scheint es wohl doch so zu sein, dass sich Firmen viel Gedanken darüber machen, wie sie jetzt in die Cloud rübergehen und beziehungsweise, dass sie in die Cloud rübergehen wollen.
Interessanterweise ist SharePoint 2016 bei wenigen Thema. Bei noch wenigeren ist die neue SharePoint-Version 2019 ein Thema oder wie immer sie heißen mag, die ja jetzt dann auf der Ignite verkündet wurde oder angekündigt wurde. Komischerweise ist das eigentlich überhaupt kein Thema. Ich hatte, seit es auf der Ignite angekündigt wurde, noch nicht eine einzige Anfrage von sowohl von Kunden als auch aus der Vancouver User Group, was denn nun mit der nächsten SharePoint-Version sein wird. Ist die interessant? Brauchen wir die unbedingt? Sollen wir dahin migrieren oder so? Nichts, überhaupt nichts. Ja, ich sag mal, das ist ja eigentlich, ich sag mal, im Prinzip ist es relativ unspannend, weil es sind alles, werden nur Features auf SharePoint Online, auf SharePoint On-Premise kommen, die es schon in der Cloud gibt. Die Frage ist, welche werden ausgewählt, welche wird es geben? Irgendwas revolutionär Neues wird man da sowieso nicht erwarten können. Und insofern denke ich mir, auch mit dem ganzen Hype oder den ganzen Kommunikationen, die derzeit über die Cloud-Dienste läuft, da hat man irgendwie, glaube ich, auch andere Dinge, sich damit zu beschäftigen, als mit der zukünftig irgendwann mal kommenden SharePoint 2019-Version. Aber wenn du sagst, du machst so viele Migrationsprojekte von 2010 in die Cloud, was sind denn so die Hauptschwierigkeiten, auf die du da stößt? Oder wo sind die Hauptprobleme, wenn ihr von A nach B, also von 2010 oder 13 in die Cloud migriert? Ja, also ich würde sagen, es gibt eigentlich so drei Hauptproblemgruppen. Also die erste Problemgruppe ist letztendlich die Tatsache, dass SharePoint 2010 eine sehr alte Version ist. Wenn man jetzt mal vergleicht, wir haben jetzt 2017 oder Ende 2017. Das heißt, SharePoint 2010 ist 7 oder 8 Jahre alt, je nachdem, wie man es rechnen möchte. Und zu der Zeit sah SharePoint eben noch ganz anders aus, hat andere Funktionalitäten geboten, das User Interface, User Experience war aber anders. Und wenn man das jetzt direkt mit SharePoint Online vergleicht, dann ist das schon ein riesengroßer Schritt, den da Unternehmen machen. Und das ist so einmal das Problem, dass öfters mal die Frage kommt, ja, wie machen wir denn das am besten? Unsere ganzen Benutzer sind jetzt auf 2010 eingespielt und machen wir da jetzt ein Training? Wie machen wir das jetzt am besten? Das ist das erste Problem, was meistens kommt. Das zweite Problem ist, glaube ich, ziemlich klar. In SharePoint 2010 gab es sehr viele Custom Solutions. Die meisten davon waren auf Server-Side-Code aufgesetzt. Und ja, wie wir alle wissen, Server-Side-Code und SharePoint Online, das verträgt sich jetzt nicht so besonders gut. Von daher ist es oftmals so, dass man jetzt vor einer Migration diese ganzen alten Solutions auseinandernehmen muss. Gucken, okay, wie ist das aufgebaut, wie ist das damals programmiert worden, mit welchen Tools wurde das erstellt, was macht diese Solution eigentlich? Im Prinzip ist das ein Riesen-Assessment, um da wirklich herauszukriegen, was die eigentliche Funktion ist. Der nächste Schritt wäre dann zu sagen, gut, jetzt weiß ich, was diese Custom Solution genau macht. Wie setze ich denn das jetzt am besten für eine Cloud-Umgebung, für einen SharePoint Online um? Und da kommen dann meistens solche Sachen ins Spiel wie, ja, also vieles kann ich jetzt durch Power Apps und kann ich durch Flow ersetzen. Manche Sachen kann ich durch einen ganz einfachen SharePoint Designer Workflow ersetzen. Manche Dinge, die sind einfach jetzt in der Cloud schon vorhanden. Da muss ich mir keine großartigen Gedanken mehr machen. Ja, und bei manchen Sachen, da muss ich sagen, da sollte man wirklich drüber nachdenken, ob man das jetzt unbedingt noch so haben möchte. Ich denke da jetzt gerade an zwei Kunden, die hatten eine Custom Solution installiert, mit der sie Dokumente als Anhang weiterleiten konnten. Okay. Und das ist ja nun heute nicht mehr so state of the art. Ja. Ja, das ist die Sache. Und das dritte ist dann meistens ja irgendwelche Konfigurationsprobleme. So, wie gesagt, SharePoint 2010 ist 7 bis 8 Jahre alt. In der Zeit sind halt unheimlich viele Listen und Bibliotheken entstanden. Die wurden dann umkonfiguriert. Da kamen dann neue Spalten hinzu. Die Spalten oder die Fields wurden umkonfiguriert, umgeändert. Klassisches Beispiel ist dann immer so ein People Picker, der mal so aus vielleicht Unwissenheit oder aus Sicherheitsbedenken konfiguriert wurde mit People and Groups. Da wurden dann Einträge gemacht in Bibliotheken, Versionierung war an und irgendwann später ist jemandem aufgefallen, ja, Groups ist da vielleicht jetzt nicht so gut, lass uns das mal lieber umkonfigurieren auf People Only. Und dann wurde damit weitergearbeitet. Und wenn du dann natürlich
so eine Liste in die Cloud migrieren möchtest, mit irgendwelchen Tools wie ShareGate zum Beispiel, das ist mein momentanes Lieblingstool, dann kriegst du natürlich eine ganze Menge Fehler im Pre-Migration-Check angezeigt, gerade auch was das angeht. Ne? Dann kann das ShareGate-Tool eben diese alten Versionen nicht mehr herstellen, weil die Liste eben auf People umgestellt wurde und die alten Versionen, ja, da wurde dann halt eine SharePoint-Group eingetragen. Solche Sachen sind das dann meistens. Interessant, also was du gerade zum ersten Teil zu diesem Versionsunterschied gesagt hast, ich habe gerade vorgestern oder vor 3 oder 4 Tagen einen Beitrag gelesen, da hat sich mal jemand die Mühe gemacht, alle derzeit aktiven Infografiken rund um Office 365, da gibt es ja mittlerweile diverse Infografiken, wo dann, was ich so, Periodensystem und keine Ahnung, noch lauter verschiedene Infografiken, die einfach zeigen sollen, wie Office 365 aufgebaut ist, welche Funktionen wie miteinander zusammenspielen und so weiter. Da fiel mir auf, man müsste mal eigentlich die alte SharePoint 2010 Torte nehmen und mal die Stücken rausbrechen, die eigentlich heute nicht mehr in SharePoint vorhanden sind, also in 2016. Und weil du jetzt gerade sagtest, wenn du von 2010 wechselst, und ich weiß nicht, vielleicht hat man ja da noch den, wie hieß der Performance Point Server, diese, da gab es ja noch so verschiedene Varianten da drin, die heute eigentlich überhaupt nicht mehr da drin laufen. Wie man das dann migriert und wo man einfach zeigt, okay, SharePoint On-Premise ist einfach nur noch hier das Grundgerüst und alles andere ist dann halt, sind dann Dienste in der Cloud, die heute vielleicht ganz anders heißen, die ganz anders funktionieren. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, wenn du das intensiv in 2010 solche speziellen Funktionen da genutzt hast und du findest jetzt keine Entsprechung mehr auf bei SharePoint Online, dann musst du dir halt auch überlegen, wie du das mit den dann jetzt gültigen Tools abbildet. Ja, das ist manchmal nicht so ganz einfach. Wenn man jetzt einfach, ja, lass mich ein simples Beispiel machen. Ich hatte das gerade, was gestern, habe ich mit ein längeres Gespräch hier mit einem Kunden gehabt. Und dieser Kunde war eigentlich sehr, sehr aufgeschlossen, was das angeht. Und das war ziemlich erstaunlich. Der Kunde kam gleich mit der Aussage rüber, ja, ich weiß, dass ich 2010 noch habe. Ich weiß, dass das ziemlich unaufgeräumt ist. Und ich weiß, dass ich hier, ja, dass ich hier einen richtig großen Move vor mir habe, aber ich will das auch machen und ich will ein komplett neues Corporate Internet in SharePoint Online aufsetzen und ich will eigentlich nur, dass meine Daten und meine Dokumente aus SharePoint 2010 herausmigriert werden. Das war so der ursprüngliche Ansatz. Ja. Hat mir natürlich erstmal sehr gut gefallen, weil du fängst dann im Prinzip auf einer grünen Wiese an, kannst das im Prinzip aufbauen, wie du willst und musst nur nachher, ja, nur in Anführungsstrichen, dafür sorgen, dass die alten Daten auch wieder im neuen System auftauchen. Ja, es klang nicht schlecht. Nur, als ich mir das dann näher angeguckt habe, habe ich festgestellt, ja, der Kunde, der hat natürlich einige Custom Solutions noch drin. Und ja, was machen wir denn jetzt mit denen? Da haben wir uns die auch ein bisschen näher angeguckt und ja, es war interessant zu sehen, wie aufgeschlossen dieser Kunde für neue Technologien wie zum Beispiel Microsoft Flow oder Power Apps war. Er kam dann wirklich gleich mit, ja, das ist eine alte Infopath-Form, die brauchen wir eigentlich nicht mehr, die sieht sowieso furchtbar aus. Und er hat sie mir dann gezeigt und ja, er hatte recht, das Ding sah wirklich furchtbar aus. Und ja, er kam dann gleich mit, ja, das machen wir dann in Power Apps und das wollen wir dann so machen. Und ja, eigentlich wollen wir das Ganze gar nicht mehr haben. Wir wollen das eigentlich alles umstrukturiert haben. Und wir wollen Power Apps nutzen, wir wollen Flow nutzen, wir wollen weg von den alten SharePoint Designer Workflows, wir wollen weg von Infopath. Und das muss ich sagen, das war schon mal ziemlich interessant, weil das ist die absolute Ausnahme. Und auf dieses Projekt bin ich schon sehr gespannt, da freue ich mich schon. Das wollte ich gerade anmerken. Ist ja mal interessant zu hören, dass ein Kunde sich mit Power Apps und Flow so freundlich beschäftigt und so positiv angetan davon ist, weil ich habe immer so das Gefühl, dass Power Apps und Flow, was da kommt, eine tolle Plattform ist, wenn sie dann mal richtig funktioniert und wenn mal alles da ist, aber dass das im Moment eher so ein Thema für uns Nerds und Geeks ist, die das alles ganz cool finden, allerdings bei der sozusagen in der realen Welt, bei der Masse der Kunden einfach noch überhaupt nicht angekommen ist, sei es, weil sie es davon gar nicht wissen, noch weil sie vielleicht der derzeitigen Qualität der Technik nicht trauen. Aber ist interessant, dass es dann doch ja schon den einen oder anderen gibt, der dann auch sagt, ja, der vielleicht so die Perspektive sieht, das kann was Sauberes, Ordentliches werden, was ich übrigens auch denke, und sich dann auf diesen Weg begibt. Hört sich sehr spannend an. Ja, also da kann ich nur voll und ganz zustimmen. Also ich sehe das momentan auch noch ein klein wenig kritisch. Es ist ein sehr interessanter Ansatz, ohne Frage. Nur
ich bin etwas, ja, was soll ich jetzt sagen, enttäuscht. Ne? Vielleicht ist das ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber ich hatte mir eigentlich von Microsoft ein bisschen mehr erwartet, was jetzt gerade auch das Thema SharePoint 2019 und alte Technologien angeht. Ich hatte mir eigentlich eher so erwartet, dass seitens Microsoft so der Fokus ein bisschen mehr auf Richtung eben Flow geht, auf Richtung Power Apps geht. Aber als dann SharePoint 2019 auf der Ignite angekündigt wurde, dann kam gleich hinterher, ja, macht euch keine Gedanken, SharePoint Designer Workflows werden immer noch funktionieren, Infopath wird immer noch funktionieren, es wird zwar nicht mal weiterentwickelt, aber ja, ihr könnt eure alten Infopath-Forms noch weiter verwenden. Ich finde den Ansatz auch gar nicht so verkehrt. Wir hatten ja vor 3 Wochen hier in Berlin, nicht gerade in Berlin, in München, den Community Day von den Community-Programmen hier in Deutschland. Und da haben wir auch so darüber diskutiert, dass da waren eigentlich auch mal die Diskussionen waren, ja, Cloud hier und Microsoft macht jetzt diese, wenn er ein Projekt machen wollte, da muss irgendwie Cloud drin sein mit Azure und so weiter und so fort. Alles klar. Auf der anderen Seite, gerade in unserem Bereich, aus dem SharePoint-Bereich, wissen wir aber auch, wenn du mal eine Investition oder eine Entscheidung für die SharePoint-Plattform getroffen hast in vergangenen Jahren, dann war das erstmal ein etwas längerer Entscheidungsprozess, ein noch etwas längerer Implementierungsprozess und ein noch längerer Prozess, bis die Leute sich daran überhaupt gewöhnt haben, damit zu arbeiten. Das heißt, so einen dicken, fetten Tanker, den kickst du mal nicht einfach selbst in 1, 2, 3 Jahren so ohne weiteres raus, wenn du da richtig drauf gearbeitet hast und richtig mit Anpassung und allem drum und dran gearbeitet hast. Und die Leute haben natürlich auch immer noch den Bedarf an Support, der aber, ich sag mal so, von der Kommunikation her, auf Veranstaltungen und so weiter passiert nichts. Da muss man halt in die alten Archive greifen. Und ich finde es immer wieder super interessant, wie mein alter SharePoint Designer 2010 Workflow Workshop, den ich auf dem YouTube-Kanal noch habe, so 7 Folgen à 2 Stunden, wie der immer noch jeden Monat aufgerufen wird, wie ich dann immer noch zwischendurch mal wieder ein Feedback bekomme. Oh, danke, dass du das Ganze, hat mir ganz super geholfen, wo ich immer sage, ey, kann ja wohl gar nicht wahr sein. Aber das ist einfach so. Diese Infrastrukturen, die wechselt man halt nicht mal so wie eine App, die heute ist die eine App und morgen ist die andere App, sondern die sind einfach da. Und insofern ist es, glaube ich, auch gar nicht verkehrt, dass man sagt, also auch in 2019 wird das Zeug noch laufen, weil wir wissen, da habt ihr irgendwas drauf gebaut und das können wir euch dann einfach nicht abschauen. Das wäre dann sozusagen das finale Ende auch von so einem SharePoint 2019 von der Migration her. Und insofern hat es immer 2 Seiten. Ich denke mir, die gewisse Nachhaltigkeit muss gerade bei solchen Dingen einfach auch sein, damit man da nicht wirklich den Anwendern irgendwann wirklich den Saft abdreht. Aber klar, der Weg in die Cloud ist vorgezeichnet. Ich wollte noch mal ganz kurz... Ja? Keine Frage, ich stimme dir da voll und ganz zu. Natürlich, diese alten Technologien, sie müssen natürlich noch verfügbar sein. Das war jetzt auch nicht unbedingt mein Punkt. Was ich erwartet habe, vielleicht muss ich das ein bisschen klarer sagen, was ich erwartet habe, wäre eigentlich vielmehr ein Statement seitens Microsoft gewesen. Ja, das ist der Weg, den wir gehen. Wir planen, dass Power Apps und Flow wesentlich stärker in den Mittelpunkt rücken und irgendwann in der Zukunft, in naher Zukunft, mittelfristig eben Infopath und SharePoint Designer Workflows ablösen werden. Das war das eigentlich das Statement, was ich erwartet hätte. So ein Ausblick in die Zukunft. Stattdessen kam eigentlich nur, ja, natürlich, macht euch keine Sorgen, die alten Technologien werden weiterhin unterstützt, was natürlich richtig ist, keine Frage, ja. Aber mir hat so ein bisschen der Ausblick gefehlt. Was kommt in der Zukunft? Wo führt der Weg hin? Ich glaube, dass die Zukunft ist kürzer, als du denkst, oder als sie früher war. Wahrscheinlich. Früher war die Zukunft immer so, wir blicken 3 bis 5 Jahre aus und da hatten die, glaube ich, auch irgendwie so halbwegs einen Plan für 3 bis 5 Jahre. Heute haben sie wahrscheinlich auch irgendwelche Visionen, aber die denken auch aufgrund dieser Cloud-Infrastruktur und dieser ganzen Umgebung, die du mittlerweile hast, wo du ja, sag mal, guck dir Teams an. Vor einem Jahr gab es das überhaupt noch nicht und heute ist Teams so der, super Hype mit 1000 Funktionen da drin. Also das geht dann in diesen Bereichen so schnell und ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass das mit Flow und Power Apps vielleicht auch in 2019 in irgendeiner Weise kommen wird, was man bloß jetzt noch nicht sagt, weil man einfach nicht, vielleicht noch nicht die Erwartung zu groß halten will, weil man vielleicht auch noch nicht weiß, wie man es machen will, aber dass man sich in die Richtung entwickelt und dass man dann eben auch keine 3 Jahre Entwicklungszyklus mehr braucht, sondern das dann in Häppchenweisen auch schneller machen kann, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist wahrscheinlich aber auch
den anderen Umständen geschuldet, denen wir uns heute im Bereich von Softwareentwicklung und Produktentwicklung befinden. Ja, da gebe ich dir auch recht. Ich wollte dir noch eine ganz kurze Frage stellen, wo du vielleicht mit drei Sätzen nochmal kurz darauf antworten kannst. Du hast gerade gesagt, du migrierst am liebsten mit ShareGate zurzeit. Kannst du mal so in drei Sätzen sagen, warum? Warum? Ja, ich würde sagen, vielleicht eine Art persönliche Präferenz mit Sicherheit. Ich finde halt das User Interface ziemlich eingängig. Da braucht man nicht viel erklären. Bei den ganzen Kunden, wo wir jetzt eingesetzt haben, ist es hier in Kanada meistens so, dass eben nicht wir diese Lizenzen oder die Tools kaufen und bereitstellen, sondern das machen eigentlich immer die Firmen. Und wir machen eigentlich nur so eine Art, ich zeige euch jetzt mal, wie das ganze Ding funktioniert. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass eben gerade das ShareGate-Tool, das ist ruckzuck erklärt. Da braucht man eine halbe Stunde, längstenfalls eine Stunde. Und dann ist das eigentlich klar, wie das funktioniert. Das Benutzerinterface ist super einfach. Das Tool ist nicht besonders schnell, das gebe ich gern zu. Da ist sicherlich die Konkurrenz hier von Metalogic zum Beispiel ein bisschen schneller. Aber das ist für mich nicht unbedingt der ausschlaggebende Punkt. Mir kommt es hier jetzt nicht unbedingt auf die Geschwindigkeit an, sondern mir ist wesentlich wichtiger, dass man dieses Tool auch einem Kunden in die Hand geben kann und sagen, komm her, ich zeig dir kurz eben, wie das ganze Ding funktioniert und dann kannst du eben deine Migration häppchenweise machen. Dann nimmst du eben diese Site und diese Subsite und migrierst das Ding rüber. Also das Benutzerinterface ist super einfach zu bedienen. Ich finde diesen Pre-Migration-Check, der da eingebaut ist, der ist wirklich mega genial. Da kann man wirklich sagen, okay, ich suche mir jetzt eine Site raus, nehme meine Subsites dazu, konfiguriere das ganze Ding so, wie ich es gerne hätte. Also, was weiß ich jetzt, mit Versionen, mit SharePoint-Gruppen, mit allem. Migriere das jetzt mal rüber, aber mache eben keine vollständige Migration, sondern klicke auf diesen Pre-Migration-Check und bekomme dann eine schöne Liste an Fehlern und an Warnungen. Kann mich dann daran langarbeiten, kann das ganze Ding, kann die ganze Fehlerliste abarbeiten und wenn dann alles gut ist, kann ich nochmal einen Pre-Migration-Check machen, wenn ich möchte. Aber dann weiß ich eigentlich, okay, jetzt sollte die Migration von eben dieser Site mit den Subsites auch funktionieren. Das ist der Grund, weswegen ich das Tool eigentlich gerne mag. Spielt er auch schon ein bisschen Lokalpatriotismus? Ja, daher weht der Wind. Kommt er raus aus Kanada, ne? Ja, ShareGate kommt aus Kanada. Ja, die Jungs, die sitzen drüben in Toronto, glaube ich. Nein, eigentlich nicht. Also, das ist interessant zu sehen, dass der Benjamin Nolan ist ja da ganz aktiv drin. Ja. Und interessant. Ach, übrigens, kurzer Einpfleger, weil du Toronto gerade sagst. Ich habe vor 2 Wochen gelesen, es war schon ein bisschen länger, dass Google ja in Toronto irgendwie seine eigene Stadt, eine Substadt bauen will. Hast du davon was gehört? Nee, ehrlich? Nee. Ja, doch, die haben irgendwie das Waterfront Sea Leap oder sowas heißt das. Da gibt es so eine Waterfront, Industriegebiet und so weiter, was brach liegt. Und Google hat sich wohl jetzt mit Toronto geeinigt, dass sie da ein neues Stadtviertel hochziehen werden für 10.000 Einwohner und so weiter. Und Google wird das von Grund auf komplett selber bauen und betreiben. Also mit kompletter Müllentsorgung, Strom und allem drum und dran und wird es dann mit Sicherheit und Pipapo und Technik und allem drum und dran, wird das komplett bauen. Nee, das ist total an mir vorbeigegangen. Ja. Wow, das sind ja super Neuigkeiten. Das klingt ja mal interessant. Ja, es ist spannend. Ich habe mich heute Morgen mit Chris Müller darüber unterhalten, in unserer Sharepokalypse, weil es natürlich super spannend ist zu sehen, wie so ein Weltkonzern einfach mal sagt, komm, ich baue euch mal eine Stadt und wenn ihr dazu bereit seid, dann machen wir das mal alles. Ihr habt bestimmt auch irgendwelche lokalen Vorschriften und Regularien. Es ist interessant zu sehen, wie sich das dann nachher matchen lässt und wie das alles miteinander zusammenpasst, ob das dann irgendwie so ein Gated Ghetto wird oder wie das dann so die gesamte Infrastruktur durcheinander bringt oder ähnliches. Vielleicht im nächsten Vancouver Calling, falls du das mal irgendwie direkt aus erster Hand was hörst, können wir uns ja darüber nochmal unterhalten. Ja, gerne, das werde ich auf jeden Fall mal, wie sagt man so schön, nachgoogeln. Ja. Ich google mal, was Google da bauen wird. Ja, genau. Nee, also da schaue ich auf jeden Fall mal nach, das klingt interessant. Gut, ja, dann lass uns doch mal einen Blick ins, hatten wir das nee, haben wir eigentlich schon mal so das Thema 2017, haben wir damit eigentlich abgehakt. Ne? Lass uns mal auch gar nicht mehr in die Vergangenheit reingehen, lass uns mal in 2018 schauen. Was denkst du, was im nächsten Jahr in unserem Umfeld so die drei Top-Themen sind? Oder ja,
die dich zum Beispiel besonders interessieren oder die deine Kunden interessieren, Entwicklungen, die man beobachten sollte? Oh, gute Frage. Du meinst jetzt Top-Themen rund um Office 365? Ja, okay. Office 365, ja, modernes Arbeiten, ne? Den ganzen Quatsch kennen wir ja alles. Ja, also ja, aus Kundensicht heraus, ich weiß nicht, ob es da jetzt wirklich solche Top-Themen gibt. Also wie gesagt, momentan ist der Fokus hier drüben überwiegend auf Ablösung von Altsystemen gesetzt. Also gesagt, ich mache das jetzt seit einem halben Jahr und ich habe schon wieder die nächsten Migrationsprojekte Anfang nächsten Jahres hier stehen. Also das ist sicherlich momentan das größte Thema hier in, ich würde mal sagen, in ganz Kanada. Nicht nur hier in BC, die oder West Coast, sondern das geht wirklich rüber bis Toronto rüber. Das ist sicherlich ein großes, wichtiges Thema. Was ich vorhin sagte, so SharePoint On-Premises, SharePoint 2019, das ist sicherlich jetzt nicht so das große Thema. Was ich mir vorstellen könnte, was ein großes Thema wird, und da gab es auch schon einige Anfragen von Kunden, ist dieses ganze Thema, ja, was wird denn jetzt aus meinem Skype for Business, wird das noch funktionieren? Heißt das dann Teams oder was mache ich denn da oder wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich glaube, das ist, glaube ich, das nächste große Thema, was uns hier drüben beschäftigen wird. Viele Companies hier nutzen noch Skype for Business. Ich denke mal, so aus meiner Erfahrung aus ist das so ein bisschen ausgewogen. Die einen nutzen immer noch WebEx, die anderen sind schon auf Skype for Business. Aber da kommen halt immer die Fragen, ja, wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Und bei vielen Firmen ist es so, dass sie eigentlich nur Skype for Business verwendet haben, aber sich noch nicht so Gedanken darüber gemacht haben, ja, was gibt es denn dann noch so eigentlich alles im Office 365-Umfeld? Weil Office 365 war für die meisten eigentlich nur, ja, das ist jetzt ein neues Lizenzmodell von Microsoft, da habe ich irgendwo Subscriptions und ich kann meinen Benutzern Lizenzen zuweisen und ja, ein SharePoint habe ich da auch irgendwo noch drin und der ist zwar in der Cloud, aber ja gut, das war es dann eigentlich schon. Aber ich glaube, jetzt so mit dem Wechsel von Skype for Business, wie sagt man da, auf oder in Teams, werden sicherlich viele Companies feststellen, ja, da ist doch noch eigentlich noch viel mehr. Das ganze Thema Collaboration wird sicherlich ein großes Thema im nächsten Jahr werden. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, interessanter Ansatz, weil ich hätte mich auch gefragt, wie so die Geschichte Entwicklung mit Teams und mit diesen ganzen Collaboration-Tools, Teams, Yammer und so weiter, wie das alles miteinander zusammengehört. Und interessant, wir gehen eigentlich immer davon aus, dass man sagt, ja, wir führen jetzt Teams ein, wir machen Teams und ach ja, und irgendwann wird jetzt auch Skype for Business damit reinkommen und du wirst dann sozusagen die Funktion von Skype for Business in Teams wiederfinden. Aber bei euch scheint das ja dann eher genau so ein umgekehrter Ansatz sein. Wir haben gehört, Skype for Business wird abgelöst durch Teams. Was ist denn jetzt dieses Teams-Zeug? Und man kommt über diesen Weg da rein. Ja, das ist der Weg, den viele Kunden hier drüben gerade gehen. Denn, wie gesagt, ich habe am Anfang ja erzählt, es gibt noch unheimlich viele alte SharePoint-Installationen. Und diese alten Installationen, die benutzen halt immer noch die ganzen alten Team-Sites. Das war halt damals das Mittel der Wahl, wenn es um das Thema Collaboration ging. So, jetzt stellt man natürlich fest, mit dem ganzen Neuen, was Microsoft da bringt, ich habe ja hier Microsoft Teams, ich habe Groups, ich habe, weiß der Himmel was eigentlich alles. Wie spielt denn das jetzt eigentlich da zusammen? Wie funktioniert denn das Ganze? Und irgendwann wird einem dann klar, ja, das hat also doch irgendetwas mit einer völlig neuen und moderneren Art von Zusammenarbeit, von Collaboration zu tun. Da müsste ich mir als Kunde vielleicht doch mal irgendwo Gedanken machen, weil ich habe doch jetzt sowieso mein SharePoint Online, mein schönes neues Corporate Internet in der Cloud. Da kann ich doch mal auch das ganze Thema Collaboration mir noch mal genauer ansehen. Und über den Weg, glaube ich, wird das hier drüben laufen. Interessant zu hören. Weil, wie gesagt, hier denke ich, hier geht eher so der Ansatz immer aus Teams heraus in Richtung von Skype for Business. Macht ihr denn eigentlich auch oder begleitet ihr denn diese Migrationsprozesse oder diese Erkundungsprozesse mit so modernen Arbeitsmethoden, so Stichwort Change Management, so Working Out Loud oder was es da alles für Methoden gibt? Macht ihr das auch oder ist das mehr so ja, der technische Blick? Migrieren wir mal und gucken mal, wie die Benutzer damit hinkommen. Nein, auf keinen Fall. Also das würde hier drüben überhaupt nicht funktionieren, dieser Ansatz. Also welcher?
Der Letztere. Okay, alles klar. Gut. Der Letztere. Nee, also du musst dem Kunden ja schon eine vollständige Betreuung anbieten, sonst funktioniert das ja einfach nicht. Du musst also wirklich ganz, ganz vorne anfangen mit, der Kunde hat so die ersten Ideen, er möchte in die Cloud und du musst dann erstmal ganz vorne als eben Consultant, als Berater anfangen und sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich genau die Cloud? Office 365, SharePoint Online haben wir alle schon mal gehört, aber wie funktioniert denn das jetzt eigentlich genau? Also im Prinzip fängst du genau dort vorne an, begleitest den Kunden dann während dieses ganzen Migrationsprozesses, also wie gesagt, angefangen von irgendwelchen ersten Gesprächen mit den Business Ownern, mit den Stakeholders, dann redest du mit dem ganzen IT-Personal, danach fängst du dann an mit irgendwelchen Assessments, auch mal erstmal High-Level guckst, irgendwas, was ist denn da jetzt vorhanden in der alten Umgebung, arbeitest dich dann wirklich von oben nach unten durch, sprich, du startest von irgendwelchen Web-Applications, so Site-Collections, bis dann runter auf irgendwelchen Custom-Solutions, da wird ein riesen Assessment gemacht, dann wird dann versucht rauszukriegen, okay, wie lange wird die Migration dauern, ich brauche einen Migrationsplan, was wird das Ganze denn kosten, was sind genau die einzelnen Schritte. Das musst du also wirklich sehr genau ausarbeiten, das wollen die kanadischen Kunden hier wirklich so genau haben. Ja, und danach geht es dann wirklich weiter mit Migrationsvorbereitung, Migrationsdurchführung. Bei der Durchführung ist es oftmals so, dass der Kunde das selber machen möchte. Das ist die Sache mit diesem ShareGate-Tool, was wir vorhin hatten. Also bis zu diesem Punkt helfen wir den Kunden eigentlich sehr stark, unterstützen sie auch sehr stark. Die Migration machen die Kunden meistens sehr gerne selber und melden sich dann nur, wenn sie Schwierigkeiten haben. Und hinten danach, da wird dann natürlich auch wieder nach Support gefragt. Dann geht das ganze Thema, wie verifiziere ich denn jetzt am besten, ob alles rübergekommen ist? Was mache ich mit meinem alten SharePoint? Wie archiviere ich die ganzen Sachen? Das Riesenthema User Trainings, User Adoption, User Experience hinten dran. Also im Prinzip müssen wir hier drüben das ganze Paket anbieten. Und ich denke mal, dieses Paket ist deutlich größer als das, was ich aus Deutschland heraus kenne. Ja, aber die Tendenz sieht man auch bei uns so weiter. Also dann, das heißt sozusagen Skype for Business, dieser ganze Kollaborationsbereich, ein Thema. Hast du noch ein, wie siehst du zum Beispiel das Thema Bots, was ja nun auch mittlerweile vor sich hin hypt? Ehrliche Antwort. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Das ist jetzt für mich so ein Thema für Techies, für Nerds momentan noch. Ich finde den Ansatz ganz interessant. Diesen klassischen Ansatz, den man immer wieder irgendwo hört, ja, ich kann solche Bots im Prinzip meinem First-Level-Support vorschalten und sagen, gut, die ganzen ersten Fragen, die von Kunden kommen, die werden erstmal automatisch durch irgendwelche Bots abgehandelt und nur wenn die nicht mal weiter wissen oder wenn die feststellen, ja, da muss dann doch jemand mal ein bisschen genauer gucken, dann wird das eben an die eigentlichen Support-Engineers weitergeleitet. Ist ein interessanter Ansatz, ja, aber ganz ehrlich, ich habe noch nicht so ganz den Durchblick, den Überblick, was ich jetzt hier mit dieser neuen Technologie von Bots in meinem Kundenumfeld anfangen soll. Also Anfragen von Kunden, was das Thema Bots angeht, habe ich eigentlich noch gar nicht gehabt. Wir hatten jetzt Anfang Dezember unser letztes, das letzte Meeting für dieses Jahr der Vancouver, jetzt muss ich aufpassen, der Vancouver Office 365 User Group. Wir haben uns ja umbenannt. Wir waren mal die Vancouver SharePoint User Group, aber dann haben wir festgestellt, naja, SharePoint ist nicht mehr alles. Wir beziehen jetzt Office 365 mit ein. Also das letzte Treffen der Vancouver Office 365 Group, da haben wir mal 10 Minuten, glaube ich, mal über das Thema Bots gesprochen, aber auch da kam von dem Publikum jetzt nicht wirklich die großen Ansätze. Wie ist denn das bei euch drüben? Also dieses Bots-Thema ist auch so ein Nerdy-Thema, aber ich glaube, ich weiß bei Kunden, es gibt ja mal so diese beliebten Beispiele, weiß ich was, die Buchung von Flügen und sowas, aber das ist alles irgendwie immer, ich sag mal, sind das halt Beispiele, die irgendwelche Muster haben, aber wie weit das in der Praxis schon im Einsatz ist, keine Ahnung. Ich weiß nur, ich habe mit dem Gernot Kühn, wir haben im Mai eine SharePoint-Sendung gemacht und da hatte der Gernot mal dieses Mini-Beispiel für Bots gemacht, mit dem man einfach eine FAQ in einen Bot umwandeln kann, ohne Coding. Und das hat ziemlich viel Resonanz hervorgebracht. Also sagen wir so, das Interesse
dafür, kann ich mir gut vorstellen, dass es da ist nach der Technologie, aber man sucht natürlich dann noch nach den tatsächlichen Use Case und den Anwendungsfällen und da muss natürlich dann einiges vorhanden sein, damit das dann auch, ich sag mal, richtig funktioniert. Weil du jetzt gerade sagst, ihr habt euch umbenannt, werde ich im nächsten Jahr von der User Group wieder umbenennen in Microsoft 365? Nein, ich glaube nicht. Das war schon ein Riesenaufstand, dieses ganze Ding da zu machen, diese Umbenennung. Also das werden wir jetzt sicherlich erstmal eine Weile lassen. Nein, aber der Hintergrund der Frage in Richtung 2018 ist ja, dass man ja schon gesehen hat, dass Microsoft so in seinen Domains so ein bisschen aufgeräumt hat. Da, wo früher vielleicht noch Portal office365.com drin stand, steht jetzt nur noch office365 drin, nur noch Office drin. Und auch von der Kommunikation. Es sind ja immer so diese kleinen Dinge. Wenn man zum Beispiel auf dem Community Day bist und du bist dann direkt in einer Niederlassung bei Microsoft in München, unterhältst dich mit Microsoft-Mitarbeitern, die du schon lange kennst, und die dann plötzlich alle noch von Microsoft 365 sprechen und gar nicht mehr so von Office 365, dann hört man immer schon so im Hintergrund, naja gut, macht ja auch Sinn, wenn ich nicht nur die Office in Richtung Microsoft-Plattform-Gedanke, dass ich auch das ganze Windows-Teil mit in diese ganze Plattform einbinde, gehört ja auch irgendwie dazu. Na klar. Und da wird wahrscheinlich im nächsten Jahr, werden wir da auch noch einiges sehen in die Integration. Und die Frage, die sich dann gleich anschließt, ist, was ist eigentlich mit Azure bei euch? Das ist ja, mittlerweile läuft ja ein Großteil von irgendwelchen Funktionen, die man in Office 365 hat, läuft ja schon auf Azure, also Flow und Power Apps und was da alles drin ist. Inwieweit seht ihr denn da, oder siehst du denn da für euch, den Bedarf, euch über das, was in der Plattform out of the box angeboten wird, einfach mit zusätzlichen Beratung oder Programmierung zu unterstützen, also zusätzlich Azure-Funktionen in die Office 365-Plattform zu integrieren, weil ihr da Funktionen habt, was man früher vielleicht lokal mit Geschäftsprozessentwicklung gemacht hat, was man jetzt quasi über die Cloud mit Azure machen wird. Gibt es da sowas? Ja, das gibt's. Es gibt manche Kunden, die so etwas machen. Das ist dann immer noch das ganze Thema Individualentwicklung, wie das so schön im Deutschen heißt. Du brauchst eben auch in einer Cloud-Plattform irgendwo noch die Möglichkeit, größere Custom-Applications zu erstellen. Und das ganze App-Modell, was Microsoft da jetzt eingebracht hat, das war ja letztendlich nur eine Ablösung für einfache Webparts. Mehr war das ja eigentlich, oder mehr ist das ja eigentlich gar nicht. Wenn man jetzt mal daran denkt, es gibt Companies, die wirklich riesengroße und sehr umfangreiche und sehr leistungsfähige Line-of-Business-Applications haben und die laufen momentan noch auf Servern, die, wie sagt man so schön, im eigenen Keller gehostet werden. Solche Sachen wandern natürlich auch Stück für Stück und langsam in die Cloud irgendwie rüber und auch in Richtung Azure. Also für uns hier drüben ist Azure eigentlich, um es mal auf den Punkt zu bringen, eine Ergänzung für das ganze Thema Office 365 für eben größere Individualentwicklung. Oh Gott, das wäre was für ein Wort. Letztendlich ist es wirklich so, dass wenn ein Kunde ein eigenes Beispiel CRM-System hat und ein eigenes Ticketsystem hat oder eben solche Sachen und die eben noch auf echtem Blech laufen, auf eigengehosteten Servern und dieser Kunde jetzt sich Gedanken darüber macht, okay, ich will in die Cloud, dann kommt natürlich auch die Frage, was mache ich denn mit den alten Sachen da drüben? Mhm. Und das ist so meistens der ausschlaggebende Punkt zu sagen, naja gut, okay, dann fangen wir doch mal an und überlegen uns mal, was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Und der erste Schritt ist dann meistens zu sagen, ja gut, mach ich es doch erstmal relativ einfach. Ich mache mir ein Image von dem Server, den ich hier unten beim Keller stehen habe, nehme das Image, bastel mir in Azure eine VM, spiel das Zeug da ein und zack, habe ich meinen Server in der Cloud und kann das Ding unten den alten Server im Keller abschalten. Das ist meistens der erste Schritt. Mhm. Kann man natürlich machen, hat man ein bisschen was gewonnen, aber eben jetzt nicht so wirklich viel. Aber dann kommt meistens die nächste Frage, okay, das ist ja jetzt eigentlich nichts anderes, als ich habe den alten Server genommen und habe ihn jetzt gegen einen virtuellen Server, der in der Cloud steht, ausgetauscht. Ich habe aber immer noch meine alte Line-of-Business-Application, die 10, 15, 20 Jahre alt ist, müsste ich da nicht mal irgendwo ein paar Gedanken dran verschwenden, das ganze Ding zu modernisieren. Und dann kommt meistens im Anschluss daran, okay, das Ding läuft ja jetzt sowieso schon in Azure,
Also kann ich ja auch irgendwo gucken, dass ich meine Entwicklung jetzt auch in Azure mache und das eben da rein platziere. Das ist so der ausschlaggebende Punkt. Ja, also für die großen Sachen und für manche kleine Sachen. Also Azure Functions zum Beispiel werden ja auch ganz gerne mal verwendet, um ja, kleinere Abläufe in die Cloud zu bringen. Naja, und Microsoft bemüht sich ja auch, diese Azure-Plattform, ich sag mal, bedienerfreundlicher oder auch für Benutzer zu öffnen, die jetzt nicht super tief in der ganzen Geschichte drinstecken. Mit diesem, wie heißt das, IoT-Plattform haben sie auch gerade jetzt gelauncht. Diese einfache IoT-Plattform, ich weiß gar nicht, wie heißt die richtig? Creation Kit oder sowas, wo ja, du ich glaube, ja. ein Dashboard hast und mit ja. relativ wenigen Schritten deine Devices da reinhängen können. Einfaches Abrechnungsmodell, aber du musst da keine IoT-Hubs und sowas konfigurieren, sondern du hast da einfach eine Vereinfachung, weil das ist ja auch etwas, wenn man Azure mal so über 2 Jahre verfolgt hat und immer mal wieder aufs Azure-Portal gegangen ist. Das ist ja mittlerweile eine Funktionsvielfalt, da bist du ja völlig erschlagen und da kommt jede Woche irgendwas Neues hinzu. Und oh dann ja. ändert sich innerhalb der ganzen Dienste noch was. Das ist ja ein Wahnsinn, was dahinter ist. Und das muss, um es dann eben, wie gesagt, massentauglich oder halt in einer größeren Kreis zu öffnen, dann muss es halt eben auch einfach zu bedienen sein, wo ich einfach nur sage, ich will diese Dinge ABC machen und dann reicht mir das auch schon. Muss nicht dann mich dann durch 1000 Sachen durchkonfigurieren. Also ich habe das ja auch mal gemacht, irgendwie so ein Raspberry Pi da in den IoT-Kit da einzubinden. Ich weiß, ich habe hier auf so einer Plattform von Adafruit, die haben ja auch so eine simple IoT-Plattform. Da gehst du hin, schreibst 2 Zahlen da rein und eine IP-Adresse und fertig, die Kiste läuft. Und bei Azure warst du da erstmal dran am Definieren und hast endlose Codes und Zeichen alle ausgeführt. Alles sicherlich berechtigt, aber für jemanden, der das einfach nur mal so ausprobieren will oder der eben im kleinen Umfang das machen will, denke mir, das ist, wird man sehen, dass diese ganze Technik immer weiter einfacher und bedienbarer wird. Da setzt man mittlerweile, glaube ich, auch einen großen, legt man auch einen großen Wert auf bei Microsoft, dass die Oberflächen da einfacher werden. Ich denke mir, wenn wir nochmal auf SharePoint zurückgehen, wir haben ja noch die, wie heißen sie, die Hubsites, die jetzt im nächsten Jahr kommen werden. Ich glaube, von der ganzen Plattform her scheint mir das ein sehr spannendes Tool zu sein. Insbesondere, weil diese Hubsites ja, ich sag mal wieder, eine Möglichkeit bieten, so ein quasi strukturiertes Intranet aufzubauen. Ja. Na, wo ja. du eben nochmal richtig so ein Publishing-Site hast, wo man eben ein paar Autoren hat, die das publizieren, eine kleine hierarchische Struktur. Und dass man das so als, ich sehe das so als Gegenbewegung zu dem Pendel, was in die Richtung von diesen ganzen chatbasierten Tools in diesem Jahr ausgeschlagen ist. Es geht ja nur noch, Teams, Chat, Yammer, da musst du alles drüber machen. Und so ein klassisches Intranet ist eh schon tot. Aber die Benutzer freuen sich doch schon immer noch, wenn sie irgendwie so eine Struktur und so eine gewisse Organisation da drin finden und die Dinge auch strukturiert sehen. Wie siehst du das? Ich sehe das eigentlich letztendlich ähnlich und ich bin wirklich froh, dass eben diese alten Strukturen in einem Intranet, dass die eben doch nicht tot sind. Als ich das so Anfang diesen Jahres ja so ein bisschen ausbreitete, diese Idee, da ist es mir ehrlich gesagt so ein bisschen eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil einfach die Strukturen abschaffen und ich schmeiße jetzt meine Sites einfach nur noch irgendwo so zusammen und habe irgendwelche Übersichtsseiten und ich kann hier Sites followen und solche Sachen. Nee, komm, hör auf, habe ich gesagt, das funktioniert im Unternehmensumfeld nicht. Und das wird in einem, was das angeht, sehr konservativen Umfeld, wie das hier in Kanada so ist, nicht funktionieren. Also sagen wir es mal so, in Nordamerika oder auch hier in Kanada ist man in vielen Sachen wirklich sehr fortschrittlich. Aber was das Arbeiten angeht, was das Arbeiten in Unternehmen angeht oder was das Arbeitsumfeld in Unternehmen angeht, da ist man doch wirklich extrem konservativ. Und das war für mich irgendwo schon irgendwie undenkbar, dass diese ganzen Strukturen da weggehen sollen. Das kann nicht sein. Und das sehe ich eigentlich auch so, dass man jetzt wirklich anfangen kann, eben mit diesen ganzen neuen Site-Types, den ganzen Communication-Sites, die Hub-Sites und was da noch alles kommen wird. Ich bin eigentlich ziemlich fest davon überzeugt, dass wir noch einige neue Sites sehen werden. Und ich würde mich mal so weit aus dem Fenster herauslehnen, zu sagen, dass ich es eigentlich auch erwarte, im nächsten Jahr eine modernisierte Teams-Site zu sehen. So wie jetzt die Communication-Sites oder die Hub-Sites, sowas würde ich auch für Team- und Project-Sites erwarten. Ich bin gespannt, ob ich da recht habe. Aber ja,
genau das wird kommen. Und ich arbeite jetzt gerade mit ein paar meiner Kollegen hier zusammen. Wir haben ein sehr großes Migrationsprojekt schon wieder, das uns sicherlich über ja, bestimmt anderthalb Jahre begleiten wird. Und da ist dann auch die Frage, ja, wir wollen unser bisheriges Intranet umstrukturieren. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Und diese alten Geschichten da mit Site Collection, Sites und Subsites, natürlich wird das noch funktionieren, aber da hat ja Microsoft auch ein bisschen angekündigt, dass man jetzt mehr so Site Collections favorisiert und es eigentlich so, ja, relativ schnell gesprochen hieß, macht keine Subsites mehr, macht eigentlich mehr Site Collections. Mhm. Würde ich jetzt so nicht ganz unterstreichen, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Aber wenn man genau diesem Ansatz zumindest ein bisschen folgt, dann kommt man relativ schnell dahinter oder man kommt genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich brauche doch eine interne Struktur. Und ich denke mal, gerade mit diesen Hub-Sites, da kann ich doch wieder so ein bisschen Struktur in die ganze Sache reinbringen. Hm. Ja, also das, ich denke auch, das wird richtig spannend werden und geht auch noch ein bisschen zurück, was ich auch so ein bisschen am Anfang gesagt habe. Es ist halt so, wenn du solche SharePoint-Infrastrukturen aufgebaut hat, das ist, da hängt man eben nicht sein Fähnchen heute mal hier, morgen mal dort. Es gibt immer neue Entwicklungen, die muss man beobachten, da muss man sehen, wie man sie adaptieren kann und muss sich dann auch noch schauen, wie man vielleicht das Alte, was man dann trotzdem noch bewahren will, einfach auch in die neuen Strukturen überbekommen will. Und auch da muss ich sagen, bei den Hubsites, du hast ja vorhin schon gesagt, es fehlt noch so ein bisschen der Ausblick in Richtung SharePoint 2019, aber auch da, ich meine, das haben sie jetzt auf der Ignite angekündigt, und sagen, sie wollen es jetzt im ersten Halbjahr 2018 ausrollen. Also da kommt so eine Struktur, hat dann aber auch so eine Entwicklungs- und Veröffentlichungszeit von, ich sag mal, 8 bis 9 Monaten. Das heißt, so lange muss man da auch nicht warten. Und Microsoft kann auch in so einem Zeitrahmen drauf reagieren, wenn es heißt, also ganz ohne Intranet-Strukturen kommen wir doch nicht an, ihr müsst mal da irgendwas in der Richtung machen. Also das ist, glaube ich, wie gesagt, auch so die moderne Art und Weise, wie diese Plattform weiterentwickelt wird. Man hat zwar irgendwie so generell eine Perspektive, das muss alles besser, mehr Usability, was man überall durchgehend sieht, die ja überall drin ist. Auch wieder der Weg hin zu mehr selber machen, was du so mit Power BI, Power Apps und so weiter siehst. Das ist so ein zweiter Trend, der da spielt. Das Ganze eben auch sicherer machen. In den Zeiten, dass die Menschen oder die Unternehmen auch bereit sind, in die Cloud zu wechseln, weil sie wissen, die Infrastrukturen da sind eigentlich wesentlich sicherer oder sind per se sicher als unsere eigenen Infrastrukturen. Und das wissen sie aber eigentlich, denke ich mal. Also der Gedanke ist angekommen, dass sagt, ja, Cloud ist eigentlich sicherer als das, was ich im eigenen Keller stehen habe. Ich glaube, das ist schon irgendwo angekommen. Aber das Thema Sicherheit hat auch immer zwei Aspekte. Das ist auch das, was ich am Anfang sagte mit den ganzen Regularien hier. Ich glaube, das ist so der größte Hemmschuh, den wir hier drüben noch haben, dass es eben unheimlich viele Regularien gibt, die bestimmen, okay, welche Art von Daten, welche Art von Dokumenten dürfen nur wo gelagert werden. Das ist das ganze Thema. Manche dürfen halt nur auf zertifizierten Anbietern wirklich nur in BC gelagert werden. Und solche Sachen gibt es halt hier drüben einfach noch, was auch irgendwo nachvollziehbar ist. Aber ich glaube, wenn es um das Thema Sicherheit geht, dann ist eher dieser Aspekt interessant. Ich glaube nicht, dass die Mehrzahl der Firmen hier drüben daran zweifelt, dass die Cloud per se unsicherer ist oder sogar unsicherer als das, was sie selber im eigenen Keller hosten. Das denke ich eigentlich nicht mehr. Nein, das war mal so, aber das ist, glaube ich, nicht mehr so. Naja, wir hier in Europa haben ja noch das nächste Jahr das Thema Datenschutzgrundverordnung, GDPR, ganz groß auf dem Themenkalender. Das wird im ersten Halbjahr wahrscheinlich noch alle ganz viel beschäftigen, weil viele noch gar nicht wissen, was da auf einen zukommt, weil wahrscheinlich auch niemand weiß, was dann so im Detail darauf zukommt. Interessant war nur zu hören, dass auf dem Community Day die CTO von Microsoft hier in Deutschland auch über dieses Thema Datenschutzgrundverordnung gesprochen hat und die meinte, Microsoft bereitet sich schon seit 18 Monaten darauf vor, das eigene Unternehmen in Richtung Datenschutzgrundverordnung fit zu machen. Und sie sind mal gespannt, wann ist es, am 25. Mai oder 28. Mai? Ob am 28. Mai schon der Prüfer vor der Tür steht und guckt, wie das dann umgesetzt worden ist.
Der wird sicherlich auch seinen Spaß haben, wenn er bei Microsoft vor der Tür steht und das alles dann prüfen darf, ja. Ja, mit dem Hintergrund, na klar, wenn du bei so großen Firmen kommst, das ist ja dann, da sind ja auch erhebliche Strafen mit verbunden. Und wenn du da irgendwo Löcher findest, da klingeln die Dollarzeichen vielleicht im Auge oder die Eurozeichen im Auge. Olli, mag sein. Ich glaube, da haben wir mal einen schönen Rück- und Ausblick getan, auch mal ein bisschen wieder was Neues aus. Hier piept irgendwas. Irgendwas hat hier gepiept. Haben einen schönen Rückblick gemacht, einen schönen Ausblick aufs nächste Jahr, ein bisschen was aus Kanada gehört. Ja, dann kann ich dir nur ein wunderschönes Weihnachtsfest und deiner Familie wünschen und einen guten Rutsch und ein erfolgreiches neues Jahr. Wir machen dann irgendwann im Frühjahr wieder mal ein Vancouver Calling. Aber sehr gerne doch, ja. Von mir aus auch an dich, deine ganze Familie und natürlich auch an alle Hörer dieses Podcasts. Frohe Weihnachten, gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, und wir schauen mal Anfang 2019, wenn wir dann noch einen Vancouver Calling machen, wie weit dann unsere Perspektiven oder unsere Erwartungen, was das neue Jahr angeht, erfüllt wurden. Alles klar. Spannend. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.